Ich bin auf T1, auf Qual1, hier oben seht ihr's. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich habe ihn T1 ready gemacht und bin nicht mal Level 70. Und jetzt muss ich den aber ein bisschen ausweichen, den Strahlen. Oh, das ist nicht gut, wenn zwei auf einmal kommen. Einen ist schon tot. Gleich mal eine richtige Challenge am Anfang. Aber ihr seht's, ich bin so extrem mächtig. Ich halte das aus. Hahaha. Sehr schön. Da oben haben wir doch auch etwas. Wo ist denn dieser andere gewesen? Es waren doch zwei. Ach, egal. Ja, ich bin extrem mächtig geworden. Ich habe nicht mal so viele gespielt. Also, man bekommt sehr viele Levels auf T1. Auf einmal eigentlich. Ich glaube, ich habe zwei Level pro ein Rift gemacht. Das ist einfach geil. Und ich war in so einem Level. Da war alles stockfinster, nur ein bisschen Schnee am Boden. Das war so cool, das Level. Und überall Bosse. Ein Boss nach dem anderen. Manchmal habe ich drei oder vier Bosse auf einmal töten müssen. Und das auf T1. Das ist einfach krass. Das ist krass. Ja, wenn wir, wenn wir Level 70 sind, machen wir gleich mal ein großes Blutsplitter-Gambling. Also Ding, Glücksspiel da. Und vielleicht finden wir halt gleich mal etwas Gutes. Ich weiß nur nicht, was ich nehmen soll. Wahrscheinlich Schilde. Weil ein gutes Schild habe ich noch nicht. Zeigt mir. Innerhalb von 30 Sekunden muss ich die töten. Das schaffe ich, komm. Die können ja gar nichts machen. Die konnten ja gar nichts machen. Ich bin so OP. Overpowered. So. Oh Gott, hier unten sind schon viel Goldstückchen. Ich komme Gold. Ich habe schon so viel. 16.000 habe ich jetzt. Gib mir das Gold. Gequälter Behemoth. Aha. Hallo, gebt mir ein bisschen Gold. Ich bin so ein, wie sagt man dem? Ein Geizkragen. YouTube Money. Give me YouTube Money. So. Ich weiß, dass es Money heißt, aber Money klingt irgendwie ein bisschen besser. Und es ist doch gut, wenn man Ding-Denglisch redet. Vor allem, weil ich es nicht kann. Ahaha. So. Das nächste bitte. Auslöschung. Das klingt doch gut. Zerwalbe. Ah, das ist das für den Hammer. Hammer verstärken. Jeder Einschlag hat eine kritische Trefferchance von 100%. Ne, das ist doch nicht gut. Das ist doch mal gut. Oder Präzisionsschlag wäre auch noch gut. Aber wir lassen es mal teer. Fässer. Und gehen weiter. Das Seelengefäß. Ah, das ist die Falle, genau. Gehen wir zur Falle. Da können wir ganz fett kloppen. Ein bisschen Action machen. Nicht lecken. Blizzard Server.
klappen. Ich liebe Action. Für Action bin ich geboren. Es gibt's nichts Geileres als Action und Action und Action. Sodele, sodele, sodele. Gib mir mal ein Bombardement. Irgendwie, je mehr Gegner bei mir sind, desto weniger Schaden bekomme ich oder so. Voll doof. Für die Gegner. Aber irgendwie voll nicht realistisch. Irgendwie können die bei mir selber im Nahkampf nichts machen. Ich brauche also mehr Widerstände und weniger Rüstung oder wie. Und weniger Blockchance. Langweilig. Komm, macht mehr. Ich will ein bisschen Action sehen. Ein bisschen mehr Action. Ich brauche Action. So, jetzt kann ich mal ein bisschen diese Dinge loslassen. Bisschen spammen. Tralalalalala. Trollololololol. Na, was ist los? Habt ihr noch nicht genug? Lol, da kommen ja noch Ding. Lol. Das sind Illusionisten. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht und jetzt sterbt. Sterbt endlich. Ach, das sind Zähne. Die sind ganz zäh, die Nerven. Trollolololololo. Trollolololololo. So. Oh, das hat Damage gemacht. Gut, das nächste bitte. Felder des Elends. So, noch 5 Level. Noch 4,5 Level. Komm. Bombardement. Was ist denn hier los? Kein Kaffeekränzchen machen. Trollolololololo. Wir hämmern alles nieder. Wir hämmern alles nieder. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Trollolololololo. Trollolololo. Ihr nervt ein wenig. Habt ihr das schon gewusst? Blöde Kackgegner in diesem Feld hier. Generve und Elend in diesem Feld. Irgendwie die Bäume sind ein bisschen doof. Blitz und Blitz und Blitz, 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 Blitz. Was ist jetzt los? Hallo? Bom,
Bombardement. Ich liebe den Skill jetzt schon. Wenn er dann noch ein bisschen stärker wird, dann muss das ja ein krasser Skill sein. Ach komm. Irgendwie nervt das ein bisschen. So. Gebt mir jetzt endlich diese Höhle. Wo habt ihr sie versteckt? Ich brauche das YouTube Money. Weil ich das nicht bekomme von YouTube, weil ich keine Werbung mache. Keine Werbung zulasse, dann bekomme ich auch kein YouTube Money. Dann brauche ich das in-game. Oh Mann. Lasst das. Immer noch keine Höhle in Sicht. Wo ist denn die? Irgendwo am letzten Eck von der Karte. Ich laufe jetzt einfach hier durch, fertig. Ich laufe. Das ist nicht die Auslöserhöhle. Ich laufe und laufe gegen den Wind. Und laufe und laufe zu dir. Oh la la. So, jetzt fertig. Jetzt gehen wir hier rein und machen diese verdammte Höhle. Bisschen töten. Ah, oh, da sind die. Die sind nicht mehr so zäh. Im Felde des Elends gibt es nur zähe Gegner, das nervt. Also diese Möwen natürlich. Diese Krähen, Faulkrähen. So. Und töten. Wir töten alles und machen es kaputt. Saudele. Wo ist der Eingang zum zweiten Ebene? Trollolol. Ja, schon krass, hey. Wir haben so viele Items. Die können wir der geben. Ja, das, die hat das. Ja. Müde. Schon wieder müde, diese Hitze. Wir haben 37 Grad. Gott, oh Gott. Wir sind am Verglühen hier. Zum guten Glück wohnen wir in einem alten Bauernhaus und dort ist es immer so schön kühl. Ah, das liebe ich. Ich kacke auf Ding. Isolierung oder so. Bei uns drinnen ist es eiskalt. Aber geht man ein bisschen raus und kommt wieder rein, da geht es immer extrem lange, bis der Körper abgekühlt ist und so. Und ich bin gerade draußen gewesen und wow. So, hier müssen wir alles töten. Machen wir. Okay, es gibt zwei Durchgänge. Gehen jetzt nach Norden. Und schauen mal, was hier los ist. Ach, geht weg.
Sterbt alle. Ah, wie zäh sind die? So. Wo sind sie? Ah, dort. Die waren unsichtbar. Okay, der ist tot. So, wir grillieren den schön knusprig zart. Sehr schön. Stufe 66. Also hier ist schon mal nichts, schade. Auf die andere Seite. Oh, ich muss trinken. So. Was ist denn hier? Eine Truhe. Ja, und wo sind die restlichen Gegner? Ah, wir haben sie ja schon. Und nicht mal gesagt wurde das uns. Dann töten wir noch den Skelettkönig. Ich hoffe, der dauert nicht zu lange. Töten alles, töten alles. Runter mit euch, ab ins Fressbett. So, wo ist der restliche Gegner? Hier. Wurde wieder in einen Huhn verwandelt. Den sieht man nie. Wenn er das Huhn ist, dann ist er so klein. Meistens hinter den Effekten versteckt. Das ist ein bisschen kacke. Ich will diese Scheißteile töten. Ja, dann hat er erst später. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon. Oh Gott, ich sehe es schon jetzt. Wir müssen fliehen. Na 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 na. Wir töten alles. Oh Gott, mehr Lebenssphären, elektrisiert und traumhaft. Shit, der nervt jetzt schon. Wir töten alles, machen es dem Erdboden gleich. Schalalala. So, Delle. Jetzt noch diese blöden Tümchen, Tütchen. Bla la la, sha la 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 la. Gut. Gib mir Damage.
Peng macht es und Peng. So, jetzt sind wir gleich beim Skelettkönig und können den zermanschen. Gut, einfach durchlaufen. Oh, den schaffen wir, auch wenn wir sehr lange brauchen. Gebt mir den Skelettkönig, aber sofort. Ja, hallo. Nicht schlafen. Kein Platz mehr. Geht's noch? Zermanschen, zerquetschen, zerstören, vernichten, zerstören, vernichten. Ah, geht gar nicht mal so lange. So ungefähr 2 Monate. Gebt mir 2 Monate, dann habe ich ihn besiegt. Ah, versteck dich nicht. Hallo, versteck dich nicht. Wir zerstören ihn und vernichten ihn. Ja, jetzt haut er ab. Er haut einfach ab. Was ist denn das für ein Feigling? Ach, Skelettkönig, nerv nicht. Ist gut, ich weiß es. Ich bin gefangen, er hat mich voller Skelette. Ah. So jetzt. Hopp, 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 hopp. Ich will, dass du stirbst. Ich brauch die Belohnung. Na, 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 na. Gib mir den Damage. Oh, er hat nachgelassen. Ist es das? Ist es das? Haben wir gesiegt? Ja, wir haben gesiegt. Wir siegen. Komm schon. Nein. Sieg, 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 Sieg. Jetzt. Jetzt. Gut. Hahaha. Vernichten. Zerstören. Vernichten. Das ist ein Kreuzzug, keine Handelsreise. So. Ich muss zurückkehren. Wir haben so wenig XP bekommen. Geht's noch? Jetzt bekommen wir aber ein Level. Komm schon. Nicht? Wir brauchen so viele XP. Okay. Hier haben wir zum Beispiel physische. Ist nicht so gut. Wir brauchen eigentlich recht wenig physischer Angriff. Das nix. Das auch nichts. Das da? Ne, wir brauchen Blitzschaden. Himmlische Vollstreckung. Nein. Auch nicht. Nö. Ach Gott. So, dann schauen wir mal, was wir Neues haben. Was könnten wir jetzt noch ausrüsten? Nichts. Rein gar nichts. Wir brauchen noch ein bisschen. Der duftet derzeit. Den da, nö. Ach, schade. Der ist Intelligenz. Okay, hier haben wir alles. Ah ja, das Päckchen. Habe ich aufgemacht.
Wo habe ich jetzt das Päckchen hingetan? Habe ich das verkauft? Ah, da ist es. Aufmachen. So. Halt wieder den Shop verkaufen. Oh, das ist nicht schlecht. Aber halt weniger Defensive. Das nehmen wir aber. So. Dann gehen wir in einen anderen Akt. Und machen dort die Kopfgeldaufträge. Zum Beispiel in Caldeum. Tötet Magda. Das machen wir am Schluss. Wir fangen hier mit den Archiven an. Und gehen dann im Uhrzeigersinn. Ja, ist egal wie. Wir gehen einfach ein bisschen kreuz und quer. Was wir gerade Bock haben. So. Gib mir diese Truhe. Oh, Geld. Oh. Oh Gott. Ich sehe es jetzt schon. Wir werden sterben. Wir werden elendig versagen. Ja, sicher. Ganz sicher. Die sind so schwach, seht ihr? Ich habe nur Spaß gemacht. Wir vernichten jetzt alle hinten und vorne und zwischendurch und drunter und drüber und ha, er ist gefangen. Ja, genau. Vernichten, zerstören, vernichten, zerstören. So. Ja, das war ein aufregender Kampf. Wir knüppeln alles nieder. Wir knüppeln alles nieder. Wir knüppeln alles nieder. Ich glaube, die nerven zu viel. Ach komm. Der Match Mode. Lasst mich doch in Ruhe, ihr hässlichen Karnickel. Sterb. Stirb endlich. So. Die reden, der redet die ganze Zeit, ohne dass wir es richtig verstehen. Ich will dich nicht hören. Aber ein bisschen lauter kann man machen wieder. So. Ein bisschen lauter, hoffentlich nicht so laut. Ja, so ist ungefähr gut. Alles vernichten, drunter und drüber. Ha. Na, na, na. Na, na, na. Es hat nicht geläutet. Die Klingel ist nicht gegangen. Ich will nicht unterschreiten, nein. Keine Autogramme für mich. Zerstören alles. Ah, das ist eine Falle da. Da mache ich jetzt nicht auf. So und so und so und so und so und so. Ja, wer geht jetzt? Mein Vater? Okay. Wir klappen weiter. So. Oh,
die machen Schaden. Oh, die machen Schaden. Was hat die mir hier so viel Schaden gemacht? So. Vögel. Wie lang ist das Level? Das nervt mich jetzt ein bisschen. Lass es nicht so laut. So. Wir vernichten alles. Oh, du gestunt. Ah, endlich ist der Pfeil zu sehen. Überall Bomben. Oh Gott. Noch mehr Bomben. So, jetzt. Wo ist der Magierfürst hier? Gebt mir den Fürsten. Gib mir ihn. Oh, der macht schon recht Damage. Das kann man ihm sagen. Oh, jetzt ist er ein Huhn. So. Wenigstens noch ein paar Level, also XP. Fast ein Level. Ja. Machen wir das nächste. Machen wir Cyber die Ruin. Und wo ist das? Ja, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung. Ich gehe mal nach oben. Da gibt es eben zwei, also unten ist ein Gebiet und rechts ist ein Gebiet. Oh Gott, schon wieder so ein Krüppel. Was hat denn der Bauchschmerzen? Nicht zu mir, nicht zu mir. Komm auf offene Flächen. Sehr schön, jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. So. Was? Zort, der Verfluchte. Oh Gott. Dieser Name. Noch mehr von diesen Gefallen. Zeig mir, wo du bist. Das ist ja nicht hier, sonst wäre schon lange sichtbar. Ach, schade. Ja, ist nicht hier. Aber hier ist ein Event und das ist das Totenbeschwörer-Event. Aha. Dass diese Haie einfach die Treppen hochkommen. Das ist doch Stein.
So geht die einfach durch Stein hindurch. Geht's noch. Sodele. Ja, ja. Easy Mode. Trollololo. Trollololo. So. Machen wir das Event noch. Und dann muss ich mal Pause machen. Oh, schön viel Damage bekommt er. So, also dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ja. Geht halt noch einige Zeit bis Level 70. Ja, die Fresse bitte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein schönes Schwertchen. Ich habe leider kein Legendary gefunden wieder. Ich bin einfach mit Pech verfolgt. Oh, der Blizzard hat irgendwas geschraubt oder so. Keine Ahnung. Aber viel Erfahrung bekommen wir durch diese zwei Ringe. Erfahrungsbonus von 21% und von... Aha, nur getötete Gegner. Ah, ich hab gemeint, ich hab zwei. Okay, egal. Ja, also. Das nächste Mal geht's weiter. Bye.